Ein berühmter Bauhauskünstler hat mich zur Landpartie durch die Toskana des Ostens inspiriert. Der aus den USA stammende Maler Lionel Feininger. Feininger kam 1906 das erste Mal ins Weimarer Land, der Liebe wegen. Hier entdeckte er das Weimarer Land und es ließ ihn nicht mehr los. Er hat all seine Strecken meistens mit dem Rad zurückgelegt. Und ich folge nun seinen Spuren. Es ist die Kirche in Mellingen und hier kann man auf den Spuren Feiningers auch heute noch mit dem Fahrrad und zu Fuß die Objekte sehen, die er damals mit so viel Inbrunst gezeichnet hat. Gelmeroda wurde zu einem Wahrzeichen seiner Liebe und seiner Kunst. Weimar und die Dörfer, das ist Feiningerland. Wer Kunst liebt, sollte einen Besuch im Kunsthaus Apolda einplanen. In der Villa werden international beachtete Ausstellungen gezeigt. Große und kleine Kunst begegnen wir überall im Weimarer Land. Entlang der Radrouten begegne ich zwei Malern. Erstens ist die Natur hier sehr, sanft und vielgestaltig. Ja? Dieses Motiv ist ein ganz altes Motiv. Das wurde schon in der Weimarer Malerschule gemalt. Da gibt es auch Abbildungen davon. Feininger hat ja die Bilder, hat ja draußen viele Skizzen gemacht. Die sieht man auch. Bleistiftskizzen, Skizzenbuch. Und hat dann die Bilder im Atelier vollendet. Das mache ich nicht. Bei mir muss das Bild draußen fertig werden. Und weil ich im Weg gestanden bin, wurde ich kurzerhand Teil des Motivs.